wegen dieser neuen Updates von Windows. Also, so wie ich das sehe, kennt mich hier jeder, die Hella, der Name ist mir jetzt nicht ein Begriff, aber trotzdem herzlich willkommen, Hella. Also, wer mich noch nicht kennt, mein Name steht hier, Rosemarie Kirner. Ich bin ganz offiziell Unterstützer in Deutschland für Skyway Capital und mache eben ehrenamtlich diese Informationen, dass ich, ja, Hella, freut mich dann umso mehr. Ich mache seit, ja, mittlerweile 2016 die Informationswebinare. Der Stoff wird leider nicht weniger, das heißt, in einer halben Stunde geht bei uns gar nichts mehr. Aber es hilft uns ja nichts, wenn ich sage jetzt mal, in drei Sätzen erkläre ich Skype, das kann ich vielleicht privat, aber wenn man möchte, dass man das komplexe System und was Skype eigentlich für die Zukunft bedeutet, wenn man das verstehen will, dann muss man einfach ein bisschen länger ausholen und muss das Ganze einfach verständlich erklären und das dauert eben. So, gut. Skyway, wir wissen es, ist ja nicht nur ein Transportsystem, sondern mittlerweile ist das ein ganzer Komplex geworden, aber das werden wir heute noch im Laufe der Präsentation erfahren. Der Ursprung war eine ganz andere. Andere Idee von Skyway, nämlich Spaceway, das ist das Folgeprojekt, das danach kommt, aber das wäre natürlich so utopisch, das hätte niemand finanziert. Und so kam Junitsky auf diese Idee, den Planeten zu verbessern mit einer sehr, sehr innovativen Transporttechnologie, die mittlerweile Thema Nummer eins ist, nämlich man möchte weg von der Erde, man möchte auf die zweite Ebene. Ja, was ist Skyway? Eben ein Transportsystem, ein sehr innovatives, auf der zweiten Ebene mit hochfesten Seitenschienen. Was das bedeutet, kommen wir dann bei der Technik dazu. Vorteile hier, kein Stau. Hier oben gibt es keinen Stau, weil wir haben hier feste Schienensysteme. Das ist ähnlich wie bei der U-Bahn. Gleisstrukturen sind eben oberirdisch. Keine Verschmutzung, das Ganze ist Elektromobilität. Der Antrieb erfolgt über Strom. Und damit auch keine Verschmutzung durch Abgase und so weiter. Keine Grenzen. Hier heißt es noch vier verschiedene Arten. Wenn man es ganz genau nimmt, gibt es mittlerweile schon fünf verschiedene Schienenarten. Das fünfte habe ich noch kein Bild dazu. Aber es ist schon vorgestellt worden, eben in den Emiraten. Weil dieses Genie von Junitsky, das ich euch noch vorstellen werde, hat eben hier mittlerweile schon fünf verschiedene Schienenarten eben produziert und das in so unglaublich kurzer Zeit. Und diese verschiedenen Schienensystemen ermöglichen den Bau von Skyway in jedem Gelände und bei jedem Klima. Das heißt, über Berg und Tal, über Wasser und so weiter. So, der moderne Transport, das was wir kennen, hat ein paar verschiedene unterschiedliche Themen. Ja? Hier sehen wir zum Beispiel, was in den Emirates ein großes Thema ist, Sandstürme. Ja? Wunderbare breite Straßen in den Wüsten, was hilft's? Wenn ein Sandsturm kommt, geht nichts mehr. Das Gleiche ist, was wir jetzt bald wieder erleben. Schnee und Eis bringt alles zum Erliegen, ob den Straßenverkehr, ob die Züge, Verspätungen und so weiter sind vorprogrammiert jetzt in der nahen Zukunft. Und danach, nach dem Winter, ist es bei uns auch der Fall, oder noch schlimmer in Australien oder gewissen Ländern, wo eben diese Regenzeiten auch noch sind, da kämpfen sie eben mit Wasser, das heißt mit Überschwemmungen, wie bei uns zum Beispiel auf die Donau oder der Rhein, wenn sie übers Ufer treten. Und das Thema wird eben immer wichtiger und wir erleben es ja auch, viele Umweltkatastrophen, die Straßen sind überspült, die Leute kommen nicht mehr aus den Katastrophengebieten raus, weil einfach ja, die Autos schwimmen. So, Fracht ist auch ein riesiges Thema. Erstmal die Autobahnen, das ist kein Autobahnbild aus Deutschland, das kann man ja deutlich sehen. Das könnte jetzt zum Beispiel Nigeria sein oder in diesen Ländern, ja, wo die Straßen eben noch nicht so ausgebaut sind oder wo eben die Menschen, wo die Millionenstädte sind, also wo wir nicht von 3 und 4 Millionen reden, sondern von 10 und 15 Millionen in einer Stadt, zum Beispiel Hongkong und so weiter. Aber das, denke ich, ist eher Nigeria oder so ein Bild. So, und das könnte man natürlich hier auch gut lösen. Das sieht man rechts im Bild mit Skyway eben, wenn man oberirdisch das Ganze angeht. Oh, sorry,
Das war die falsche Richtung. So, dann natürlich das Thema Passagiertransport. Wer kennt ihn nicht, den Stau, wenn er in München wohnt oder in der Nähe von Großstädten? Wir haben mittlerweile 2000 Staus pro Tag in Deutschland, ja. Und 745.000 Staus gab es im Jahre 2018. Das sind schon Zahlen, ja. Und wenn man dann die Unfälle noch sich ansieht, mit Personenschaden, über 300.000 mit Personenschaden, 3.270 Getötete und fast 68.000 Schwerstverletzte. Das ist kein Spaß mehr. Dieses Bild, wie gesagt, habe ich selbst erlebt sogar in diesem Jahr, als ich eben in den hohen Norden reisen musste. Das gleiche Thema haben wir mit der Logistik. Hamburg sucht verzweifelt Lösungen. Ich denke mal auch Rotterdam oder wie heißt in Belgien der große Hafen, auch die suchen Lösungen, weil einfach der Platz beengt ist. Das Frachtproblem wird immer größer und die Be- und Entladung am Hafen bedeutet einfach nur Probleme, Zeitverlust, Verstopfung und so weiter. Und auch hier gibt es Lösungen, das sieht man schon, mit der zweiten Ebene ist es einfacher. So, zweite Ebene, das Diskussionsthema in der Presse, wir sehen es hier, Frankfurter Neue Presse, Seilbahnen die Lösung? Ich weiß nicht, ja, wir werden uns das Ganze nochmal anschauen. München überlegt, Seilbahn entlang des Frankfurter Rings, meines Wissens im Moment kein Thema, ist einfach der Kosten-Nutzen-Faktor eben nicht da. Und so kann man fast jeden Tag einen Artikel finden, wo man eben Lösungen sucht für die sogenannte zweite Ebene. Das sind die herkömmlichen Systeme, ja. Sind diese Systeme geeignet, diese Probleme zu lösen? Schaut euch mal diese Fahrzeuge an. Diese kleinen bringen wahrscheinlich die Kapazitäten nicht her. Rechts dieses Fahrzeug, dieses Kompakte, was das bedeuten würde, vielleicht ein Teil, eine Teillösung, aber sicher nicht die Lösung für die Zukunft. Ja. Und was bietet uns Skyway? Skyway hat mittlerweile schon, das greife ich jetzt mal vor, 11 verschiedene Fahrzeuge, 5 davon sind schon zertifiziert. Ich werde sie gleich noch mal im Einzelnen euch zeigen. Sie haben ein komplexes Fracht- und Passagiersystem, das heißt, man kann auf der gleichen Linie, so wie auf den Straßen jetzt auch, Fracht oder Personen transportieren. Und es gibt hier die unterschiedlichsten Lösungen. Das sind kleine Lösungen, etwas größer, noch etwas größer. Bis zu 300 Personenfahrzeuge werden kommen in Zukunft. Hier sind noch ein paar Frachtlösungen. Interessant ist auch diese Lösung hier, Unitrans. Das ist ein Förderband, ein ganz modernes, wo man zum Beispiel von der Fabrik bis zur Abladestelle auch mit Förderband arbeiten könnte. Hier schon, sprechen wir schon von Highspeed, von einem kleineren 6-Personen-Fahrzeug, vorgestellt schon bei der InnoTrans in Berlin letztes Jahr im September. So, dann schauen wir uns die Fahrzeuge nochmal im Einzelnen an. Hier Unibike und Unibus für 14 Personen in Berlin vorgestellt 2016. Ist eben für kleinere Nutzung. Hier schon ein größeres Fahrzeug, Unicar, ist ein dreiteiliges. Hier gibt es auch verschiedene Versionen schon, in diesem Fall hier für 3x6, das heißt für 18 Personen. Hier das Unitruck, das ist ein Frachtgerät für Schüttgut zum Beispiel, die Gummilippe. Da geht es einfach auf und dann kann man das da abschütten, wo man es möchte. Das ist übrigens schon zertifiziert gewesen. Unitrans, hier sehen wir es nochmal, dieses Förderbandsystem, hier sieht man Förderband mittlerweile schon bedacht alles, damit das nicht irgendwo durchnässt wird. Hier ein sogenanntes Fahrzeug für Endlösungen, für entlegene Dörfer und so weiter, weil es gibt ja hier keine festen Pläne, wo man sagt, okay, in alle Stunde oder alle bei entfernten Dörfern jeden halben Tag oder Tag einmal hin und einmal zurück. Nein, das System ist ganz anders. Die Fahrzeuge können dauerhaft fahren. Und das Ganze ist ja auch Blockchain gesteuert, je nach Bedarf. Kommen wir noch dazu. Hier das Highspeed-Fahrzeug von Berlin 2018. Und hier die Seekontainer, die schon eben in der Fertigung sind, benötigt werden auch für die Emirate. Diese 35 Tonnen, die man hier damit transportieren kann.
Und die, wie gesagt, sind schwere Seekontainer, die werden dann auch getestet in Sharjah. Hier haben wir auch einen Seehafen, denn Skyway hat auch Seehafenlösungen. Großes Thema, denn man kann Seehäfen 15 bis 20 Kilometer ins Meer hinaus eben bauen und zum Beispiel von hier über die See zum Hafen per Schienen die Fahrzeuge fahren lassen. Schiffe können draußen auf der See, also das heißt auf dem Meer, be- und entladen. 15 bis 20 Kilometer draußen bedeutet, dass auch Hochseeschiffe dort plötzlich eben anlegen können an Häfen, die bisher für sie nicht möglich waren. Und das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten für bisherige Häfen, die vielleicht nicht angelaufen werden könnten. Das könnte eine Umstrukturierung zum Beispiel im europäischen Seemarkt bedeuten. So. Und wie arbeitet die Skyway-Technologie? Nun, die Basis dieser Technologie ist einfach die hochfeste Schiene. So. Wir sehen hier in der Schiene einen sogenannten String. Man nennt das ein Seil oder eine Saitentechnologie. Ähnlich wie bei einer Gitarrensaite sind das Stahlseile. Hier sieht man es, man hat eben das Ganze jetzt miteinander verdreht, denn das Ganze wird gespannt zwischen zwei Spannstellen. Durch die Spannung hält das ganze System. Ich gehe jetzt nicht so ins Detail, weil wir heute sehr viel Programm haben. Und diese Stahlseile sind eingebaut in diesen Schienenkörper außen herum und der Zwischenraum her, der ist ausgefüllt mit sogenannten Spezialbeton. Der enthält auf der einen Seite eine Substanz, die das Rosten verhindert, auf der anderen Seite unterdrückt dieser Beton die Schwingung des Stahls. Schwingung bedeutet Lärm und das möchten wir nicht haben. Und oben ist natürlich hier die sogenannte der Schienenkopf oder die Fahrbahn, wo gefahren wird. Gibt hier, wie gesagt, verschiedene Systeme. Das war das Basissystem. So, und hier sehen wir eben noch eine Halbfeste und hier sieht man auch, man hat hier die Möglichkeit, noch zum Beispiel Glasfaserkabel oder irgendwelche Stromleitungen mit zu integrieren, sodass man hier auch nicht wieder die Erde aufgraben muss und das Ganze verbinden kann. Das Ganze ist auch fünfmal glatter wie bisherige Systeme und dreimal stärker. Ich gehe jetzt hier technisch nicht so ins Detail, weil sonst wären wir heute nicht mehr fertig. So, es gibt mittlerweile, wie gesagt, nicht nur vier, sondern sogar fünf Schienensysteme. Das fünfte werde ich, sobald ich Bilder habe, auch einbauen. Fakt ist, es gibt eine sogenannte starre Konstruktion für Geschwindigkeiten bis 500-600 Kilometer und für schwere Fracht. Das sehen wir hier, das ist wie so ein Fachwerk, das die starre Konstruktion eben hier auch wieder mit dieser Rohrdurchzugsmöglichkeit. Dann gibt es halbflexible oder halbstarre, semirigide Systeme, das ist hier, das hier, die Schiene, oder die ganz leichten Systeme, man sieht hier fast kein Beton, bisschen schon, eben zur Schwingungsunterdrückung. Hier nutzt man die Gravitation aus. Das heißt, runter geht es von alleine, rauf bremst es von alleine durch die Erdanziehungskraft. Und das kann natürlich hier enorm Kosten einsparen, weil man fast keine Energie benötigt. Und für die sogenannte Endlösung oder für nicht viel genutzte Strecken hat man hier diese Rohre, wo eben die Welser Profile diese Rohre herstellen aus Österreich. Die Österreicher sind ja sehr große Zulieferer für Skyway, mittlerweile noch ein zweites Unternehmen, das eben Eisen und Stahl liefert aus Österreich. Zusätzlich auch von Belgien gibt es Zulieferer, aber hier diese Stahlrohre kommen aus Österreich. Und hier ist im Gegensatz zur Seilbahn, wo das Seil direkt in der Halterung ist und nur punktuell aufliegt, ist dieses Seil hier in einem Rohr. Dadurch ist die Auflagefläche viel breiter, breitflächiger, der Druck ist nicht so stark. Und dadurch, dass der Druck unter der Abnutzung liegt, haben wir hier diese Langlebigkeit. Das Ganze gilt übrigens auch für die anderen Schienensysteme, die im Vergleich zur Eisenbahn eben breitere Auflageflächen haben. Der Druck verteilt sich besser und die Abnutzung ist hier dann nicht so gegeben wie bei der Eisenbahn, die teils bei vielbefahrenen Strecken ja jedes Jahr abschleifen oder sogar erneuern müssen, das Schienensystem. So, das große Geheimnis von Skyway ist natürlich der Skyway Motor, das Motorrad, das immer in der Hand von Junitzki bleiben wird, vorgestellt ja bereits 2016. So,
Interessant ist aber auch diese Elektrizität. Da gibt es natürlich spezielle Systeme auch. Wir haben ein völlig autonomes Energieversorgungssystem bei Skyway, zum Beispiel über Windenergie oder über Sonnenenergie. Ich habe gehört, es soll schon wieder irgendwas Geheimes Neues kommen zur Energieversorgung. Aber es kann ja mal sein, dass aus irgendeinem Grund Strom, die Verbindungen gekappt sind oder irgendwas nicht funktioniert oder der Strom ausgeht, keine Ladestation da ist und so weiter. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, diese Skyway-Motorräder zu versorgen über Generatoren mit Erdgas, zum Beispiel Methan, Wasserstoff und anderen umweltfreundlichen Kraftstoffen. Also wir sehen hier, es ist für alles gesorgt. So, wo liegen die Vorteile? Natürlich einerseits in der Aerodynamik. Wir wissen ja von Intercity, wir haben ja auch schon eine sehr ausgeklügelte Aerodynamik. Das Ganze hat man über sogenannte Tunneltests herausgefunden. Beim Intercity ist die Aerodynamik, ich sage jetzt mal, bei 0,2 meines Wissens unten. Hier bei Skyway auf der zweiten Ebene ist bei 0,06 Windwiderstand. Und wenn man das Ganze vergleicht mit einem Fahrzeug, mit einem Auto, dann liegen wir hier bei Windwiderstand 0,4. Was heißt das? Ja, dass wir natürlich, wenn wir weniger Windwiderstand haben, dann natürlich auch weniger Energie benötigen. Beispiel hier, bei 60 Stundenkilometer hätte man 30% weniger Energie nötig, bei 300 Stundenkilometer sogar bis zu 90 Stundenkilometern im Vergleich zu Fahrzeugen. Und das ist natürlich erheblicher Vorteil beim Energiebedarf. Weniger Widerstand, weniger Energiebedarf. Dazu kommen auch noch die Vorteile eben beim Transport selber, bei den Fahrzeugen hier. Ganz besonders ist natürlich die Form auch entscheidend, aber auch eben auf der zweiten Ebene. Hier im Vergleich kostet zum Beispiel bei diesen 14 Personenfahrzeug, 100 Kilometer braucht man 0,12 Kilogramm ja, Energie pro Passagier. Ist ein bisschen komisch irgendwie mit diesen 12 Kilogramm. Und hier beim Highspeed braucht man ein bisschen mehr. Klar, man braucht ja mehr Geschwindigkeit, 0,93 Kilogramm pro Passagier. Aber das Interessante ist, jährlich eben im Vergleich zu anderen gleichwertigen Fahrzeugen bis zu 880 Tonnen Kraftstoff kann man dadurch einsparen. Und das ist nicht gerade wenig. Und einsparen bedeutet natürlich erstens mal weniger Ressourcenverbrauch. Egal, auch die Energiegewinnung bedarf ja auch Ressourcen. Weniger Umweltverschmutzung, ja, das haben wir sowieso. Weniger Kosten. Hier bei den Operationen, das heißt bei der Bewegung. Aber das Interessante bei Skyway auch, selbst die Richtungskosten liegen hier im Vergleich zu anderen Systemen minimal. Also das hier ist immer meistens die Magnetbahn, die am teuersten ist. Nicht immer, aber hier auf alle Fälle, das sieht man hier. Beim Energieverbrauch, Moment, was das jetzt ist, da muss ich jetzt mal spicken. Cable Car. Okay, die Seilbahn ist beim Energieverbrauch auch ziemlich heftig. Aber man sieht, egal um was es geht, geht es um Errichtungskosten, geht es um Bewegungskosten, geht es um Energie, geht es um Kapazität. Und hier sind wir als einziges mit dem Grünen viel höher als die anderen. Da ist noch die U-Bahn. Okay, was ist damit gemeint? Das ist die Transportkapazität. Wie viele Menschen können wir in einer Stunde von A nach B auf diese Strecke transportieren? Und das ist natürlich entscheidend. Ja, hier haben wir zum Beispiel die Magnet, oder das dürfte die U-Bahn sein und das dürfte die der Zug. Ja, der Zug ist hier nur im Vergleich nur ein Bruchteil davon, was Skyway leisten kann. Das ist einfach durch den Aufbau des ganzen Systems, weil es hier keine festen Fahrpläne gibt und so weiter und so fort. So, aber bei allen anderen ist Skyway weit unten drunter. Hier bei der Unfallrate, okay, da ist Skyway gleich ungefähr mit der U-Bahn, aber trotzdem auch noch ein bisschen schlechter. Ja, weil bei Skyway wird es ein bisschen schwierig mit Selbstmord, ja, was bei der U-Bahn tatsächlich auch wieder möglich ist. So, aber wir sehen hier, egal welchen Parameter wir verwenden, wir sind
immer besser dran. Wenn es dann um die Lieferkosten geht oder die Lieferzeit, auch hier schneiden wir Bestzeit ab. Okay, Lieferzeit ist Flugzeug ein bisschen schneller wie Skyway, aber dafür bei den Kosten entsprechend höher. So, dann schauen wir uns das an. Also alle anderen können überhaupt nicht konkurrieren. Und das ist interessant, wenn man hier diesen Pegel nimmt, um das Ganze zu vergleichen. So, interessant bei Skyway ist auch noch Sicherheit sehr hoch. Okay, Monorail ist auch hoch, Magnetband ist auch hoch, klar, auf der zweiten Ebene. Hyperloop ist schon Medium. Okay, Hyperloop haben wir noch nicht. Aber was wir hier einfach unbegrenzt haben, die Nutzung, die Anpassungsfähigkeit von Skyway ist ungeschlagen, nämlich no limits, keine Limits. Hier, die müssen sich alle auf dem Boden bewegen. Skyway hat keine Limits. Was bedeutet das? Skyway kann bis jetzt schon Höhen bis zu 30% überwinden. Das heißt, sie können über den Berg drüber wie die Seilbahn. Nur ganz andere Kapazitäten leisten. Gut, über den Berg, nicht 600 Stundenkilometer wahrscheinlich, wobei, das weiß ich nicht mal, aber selbst bei 150 Stundenkilometer bei Fracht und so weiter, es ist völlig egal. Nehmen wir Monorail, hier haben wir schon mal die Kapazität von 80 Kilometern. Okay, Magnetbahn ist auch recht schnell und Hyperloop natürlich auch, sofern es mal da ist. Aber hier kommt der ganz große Unterschied. Ich will ja nicht sagen, dass Hyperloop hässlich ist in der Landschaft, weil das ist es einfach. Aber ich bin ja nicht ich habe ja keine Vorbehalte, aber allein der Kostenfaktor spielt natürlich eine massive Rolle. Ja? Vom Aussehen ist in der Wüste vielleicht kein Problem, in unserer Landschaft schon. Aber 100 Millionen pro Kilometer im Vergleich zu 3 bis 8 Millionen pro Kilometer. Und wisst ihr, was noch der große Unterschied ist? Bei Skyway sind auch noch die Fahrzeuge integriert. Warum 3 bis 8 Millionen? Der Unterschied, erstens mal, kommt es auf die Kapazität, die erreicht werden muss, hin, wie groß müssen die Fahrzeuge sein, wie viele Stationen braucht man und so weiter. Also ein Kilometer bei Skyway entscheidet natürlich auch, wie viele Stationen, wie viele Personen, weil die Fahrzeuge hier mit integriert sind. Das ist der Unterschied zu allen anderen Systemen überhaupt. Deswegen kann man nicht sagen, was kostet ein Kilometer bei Skyway? Das ist unmöglich. Da muss man eben diese Faktoren, was muss befördert werden, Personen, Fracht, wie viel, was brauche ich für Fahrzeuge, die müssen speziell entwickelt werden. Das brauchen wir noch dazu. So, aber auch Skyway hat hyperschnelle Geschwindigkeiten, nämlich das Hyper-U. Das ist genauso noch in der Entwicklung wie bei Hyperloop auch. Die erste Teststrecke wird nach der Schnellbahn in Abu Dhabi wird Hyper-U gebaut werden. Auch da gibt es schon das Grundstück dafür. Und wenn die High-Speed-Strecke für 500 bis 600 Kilometer beendet ist, beginnt man mit Hyper-U. Hyper-U hat den Vorteil, es kann unten auf dem Meeresboden sein, es kann auf der Erde sein und es kann in der Erde gebaut werden. Also hier hat man auch verschiedene Möglichkeiten und man spricht hier mit Vorvakuum. Also hier das Ganze ist nicht lebensgefährlich für Menschen. So, Systeme arbeitet natürlich man mit den modernsten überhaupt, nämlich mit der 3D Experience Technologie von Dassault Systems aus Frankreich. Die ganzen Systeme braucht man einfach. Erstens mal, man arbeitet ja auch mit Blockchain, man muss das Ganze visualisieren, ausprobieren und so weiter. Und hier arbeitet man eben mit Dassault Systems zusammen. Aber was noch viel spannender ist, wo viele andere jetzt erst anfangen, sich damit zu befassen und die Systeme umzustellen. Und es ist natürlich bei bestehenden Systemen wesentlich schwieriger, als wenn man etwas Neues auf den Markt bringt. Und Junitzki ist hier einfach einen wesentlichen Schritt voraus. Er hat seit 2017 die Blockchain integriert. Was bedeutet das? Erstens, man hat Onboard-Echtzeitsteuerung. Ja? Das heißt, die Bewegung der Module zwischen den Bahnhöfen wird per Echtzeit gesteuert. Trassenreservierung und Routing läuft alles über die Blockchain. Man muss das natürlich einmal integrieren. Man muss einen Plan machen und so weiter. Aber das ist gesichert, es kann nicht manipuliert werden, es kann nicht über Internet gehackt werden und so weiter. Ständige Datenerfassung,
und Weitergabe an die Leitstelle, auch von Daten zum Beispiel, wie man hier sieht, für Service- und Wartungsdatum. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendein Hindernis ist, dann entscheiden diese Fahrzeuge tatsächlich größtenteils selbst, aha, da geht nichts, und orientieren sich in neuer Richtung. Und das machen sie eben über diese Trassenreservierung und so weiter. Wie das funktioniert, ich bin kein Techniker, aber für mich ist es sowieso ein Rätsel, wie man sowas einfach praktizieren kann. Aber das weitere Interessante ist, und das sieht man hier unten auf dem Bild, wo Junitzki immer sagt mit seinem Hundi, sein Fahrzeug ist sein Hundi, nämlich das hat ein intelligentes System, das bedeutet eine ständige Anpassung an das Hindernis, in Anführungszeichen. Ja, Junitzki geht hier mal langsam, mal schnell, das Ganze ist jetzt auf 25 Meter Distanz eingestellt, geht er rückwärts, fährt rückwärts, geht er vorwärts, fährt vorwärts, versteckt er sich, orientiert sich auch. Dieses System erkennt bis zu 90 verschiedene Objekttypen. Wenn das am Gesicht merkt, da hat jemand Angst, ja, dann kann das dieses System erkennen. Da sind Kameras integriert. Es erkennt Messer, Waffen und so weiter, und es würde sofort an die Leitstelle gemeldet werden. Und das funktioniert über eben Systeme wie Radar, Kamera und so weiter, die in den ganzen Fahrzeugen überall integriert sind. Dann interagiert das ganze System mit den Fahrgästen entweder über Mobil-Apps oder über sogenannte Ticketkarten, die man beladen kann. Datenerhebung und Verarbeitung für die Wartung, wie gesagt, kommt auch hier. Und das Ganze, es gibt auch eine Fehleranalyse darüber. So, hier sehen wir diese ganzen Steuersysteme nochmal hier zum Beispiel am Fahrzeug, eines Highspeed-Fahrzeug, hier dieses Onboard-Control, dieses Bordsteuersystem, Datenübertragungssysteme, Positionssteuerung und. So, aber was noch interessanter ist, und das ist das Geheimnis für die Zukunft, Skyway wird sich völlig unabhängig bewegen von jeglichen Zahlungssystemen. Sollte der Euro crashen, interessiert das Skyway nicht so sehr viel, denn die werden ein eigenes Zahlungssystem haben, den sogenannten SD Global, Skyway Global Token, SWG Token. Dieser Token wird im gesamten Transnet genutzt, zum Beispiel als elektronisches Zahlungssystem. Erstmal für die Bezahlung von, ja, zum Beispiel von Tickets, aber auch für die Bezahlung von Zulieferern, für die Bezahlung von Errichtern. Alles, was im Transnet so integriert ist, ja, ob das Firmen sind, die zusammenarbeiten, all das, was hier miteinander connected wird, Organisationen, Ökosystem, Finanzstrukturen, auch Dividenden später für die Investoren, all das wird über sofortige Abrechnungssysteme über den SWG-Token laufen. Dieser SWG-Token wird dann über die größten Exchanges tauschbar sein in andere Währungssysteme. Und das ist das Geniale. So kann man hier eben auch vielleicht sich eine Sicherung seiner eigenen Finanzen machen, indem man hier Unterstützer wird von diesem System, von diesen gigantischen, neuen, entstehenden, innovativen Transportsystem. Aber es geht, wie gesagt, nicht alleine um das Transportsystem, sondern um viel mehr. Und um zum Beispiel, das werde ich gleich sagen, auch in diesen kommenden Systemen, die ich euch dann noch zeige, werden eben diese SWG-Token als Zahlungsmittel genutzt. Ich kann mir vorstellen, dass das eine eigene Währung wird weltweit. Es wird ein weltweiter Token sein und somit eine Unabhängigkeit, egal welche Währung weltweit in einem Land herrscht. So, hier haben wir nochmal ein Schema, wer alles betroffen ist, zum Beispiel Wagenbetreiber, Versandunternehmen, Passagierunternehmen, dann natürlich die Leasing, Länderleasing, Straßenservice, automatisches Prozessleitsystem und. Alles, was einfach in so einem System notwendig ist. Der kleinste Kiosk, der vielleicht da integriert ist in so einem Turm mit ist, auch das wird mit integriert. So, wer hat dieses Genie, um sowas Großes zu schaffen? Mir hat mal einer gesagt, Junitzki ist nicht von dieser Welt, und ich stimme dem Ganzen zu. Wie kann man 41 Jahre, so lange arbeitet er an seiner Vision, durchhalten
um das jetzt erst realisieren zu können und in dieser Kürze von Zeit das schaffen, was er in den letzten 3,5, 4, 5 Jahren geschaffen hat. Und mit all den Hindernissen und Widerständen, die er hat. Er ist mittlerweile integriert in 2 Projekten der Vereinten Nationen. Mittlerweile weiß ich auch, um welches das es geht. Es geht um Horizont 2020 und um das SDG-Projekt, wo auch jetzt zum Beispiel meine Tochter im Schulprojekt mit involviert war, wo die Schulen auch eben daran arbeiten. So, dann ist er natürlich Autor von zahlreichen Erfindungen, 20 Monographien, 200 wissenschaftliche Arbeiten und so weiter und so fort. Und er ist Erfinder und Präsident Verwaltungsrat der internationalen Skyway Unternehmensgruppe. Er wurde letztes Jahr ausgezeichnet mit dem Internationalen Friedenspreis in Bratislava und das mit Sicherheit nicht ohne Grund. So, hier seine ganzen Anfänge, Visionen, so auf Bildern, man sieht schon, das ist sehr, sehr alt, aber trotzdem am Anfang unglaublich, solche Visionen zu haben. Seine ersten Tests und das ist die Zukunft. Spaceway. Ja, also spannend, was dieser Mann auf die Reihe bringt. Hat zahlreiche Patente, nämlich 83 Patente weltweit von China bis Australien. Aber nicht nur Patente, Diplome, hier zahlreiche Diplome auch. Er hat schon die Golden Chariot mittlerweile den 4. dieses Jahr erreicht. Also das ist der, wie sagt man, der Oscar im Verkehrswesen. 18 internationale Ausstellungen, das wird immer mehr. Zurzeit konzentriert man sich eher auf Umweltforen, aber bis letztes Jahr eben die internationalen Ausstellungen. Die letzte war Berlin. Dieses Jahr war dann noch in Dubai eben. Und nächstes Jahr das ganz große Event wird die Expo 2020 sein, wo ja Skyway extrem mit promotet wird. Kann man in jedem Video in YouTube nachvollziehen, wenn man bei Expo 2020 sich ein Video anschaut. So, hier sieht man auch das Unternehmen selbst, Skyway, das heißt nicht das Konstrukt, die Strukturen, sondern das Unternehmen, die Unternehmensführung, hat auch ein Zertifikat bekommen nach ISO 9001. Und das Interessante ist, von dem Land, die strengsten Auflagen haben, nämlich aus Deutschland, aus Thüringen. Und zusätzlich noch aus Australien das Umweltzertifikat. Also man sieht hier schon, die erfüllen wirklich auch im Umweltbereich alle Bedingungen. Hier haben wir es nochmal in die Liste der UNO-Expertenprogramme aufgenommen. Ja, natürlich erst dieses Jahr, deshalb erst auf Seite 100. Wer das sehen möchte, hier geht es um 17 globale Ziele. Ich habe sie vor kurzem in der Schule alle gesehen, tut mir leid, ich kann es mir nicht merken, was das alles für Ziele sind, eben für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz und so weiter. Und da wurde SDG ganz, in SDG wurde eben Skyway ganz exklusiv mit aufgenommen. Was das eigentlich bedeutet, das verstehen viele noch nicht. Hier geht es um Fördergelder, ja, und das ist wirklich sehr bedeutend. So, ja, hier haben wir das ganz große vierstöckige Office. Mittlerweile gibt es schon über 1000 Beschäftigte oder Mitarbeiter bei Skyway. Es gibt 3 Offices, 2 kleinere und das ist das große hier. Gekauft übrigens von Unterstützergeldern, also von uns Investoren. Hier die Produktionshalle, die ist mittlerweile schon fertig. Das Bild ist leider noch ein bisschen alt, aber das spielt keine Rolle. Hier, das sind auch Serienfertigungshallen. Und hier dieses Gebäude, das habe ich selbst schon besucht. Das ist nur für Prototypen und zur Herstellung von Miniaturen gedacht. So, dann haben wir hier den Ökotechnopark in der Nähe von Minsk in Marianne Gorka. Dort hat man ursprünglich im Businessplan 3 Strecken geplant gehabt, nämlich die Highspeed-Strecke, die Frachtstraße, hier die, oder eigentlich 4, wenn man es genau nimmt, das Hängebrückensystem und die Flexibeltrasse. Mittlerweile sind wir schon ein Stück weiter. Das ist ein aktuelles Bild aus diesem Jahr. Von uns persönlich gemacht, ist kein Kitsch, ja. Auch wenn es so kitschig grün aussieht, aber persönlich von uns gemacht. So, und dort gibt es mittlerweile schon 6 Trassen und die 6., die noch in der Fertigung ist, ist gedacht eben für die schweren Seekontainer, die dann eben in die Sharjah benötigt werden. So, und dann gibt es das 2. Innovationscenter in den Emiraten, nämlich in Sharjah, integriert in das Innovationscenter von Sharjah.
Der Plan für Sharjah, für das Innovationscenter, wurde letztes Jahr extra umgeswitcht und umgeändert, und man hat Junitzki 28 Hektar kostenlos zur Verfügung gestellt, dass er dort 4 Strecken bauen kann, unter anderem eben Seekontainer, leichte Trassen, mittlere Trassen. Und in Abu Dhabi, dort wird dann das dritte Innovationscenter kommen. Dort wird man dann die Highspeed-Strecke bauen. Da bekam auch ein Grundstück für 1,5 Milliarden zur Verfügung gestellt. Und Hyper-U eben für die 1250. Wir sehen hier schon, das ist kein Quatsch, das sind Bilder eben von den Emiraten. Und es ist immer so lustig, es heißt, Skyway is Scam. Ich glaube nicht, dass die Emirate sich auf eine einlassen würden. Das nur mal als kleiner Denkanstoß. Hier der Leiter des Emirats Sharjah Sultan, hier haben wir ihn, mit dem Generaldirektor der Universität, und das sich eben auf dem Territorium von Skyway befindet. So, hier erstmals im Februar die Vorstellung RTA Dubai in den Skyway oder Skypods, wie man sie nennt. Ja, wer möchte, kann gerne mal im Internet nach Skypods Dubai googeln, wird er viele Seiten finden, viele Zeitungs- oder Online-Artikel über diese Sensation, nämlich World Government Summit in den Arabischen Emiraten, die eben dieses Jahr im Februar 2019 war und wo erstmals hier, das ist der Emir von Dubai, ich glaube, das ist sein Sohn, eben öffentlich sich dazu bekannt hat, und eben RTA hat das Fahrzeug eben erstmals mit eigenem Logo gezeigt. Ja, man muss wissen, RTA ist wie bei uns die Deutsche Bundesbahn. Ja, 32 internationale Delegationen, tut mir leid, das reicht nicht mehr, gibt es mittlerweile schon viel mehr, aber das, ich habe keine neueren genaue Zahl, aber Fakt ist, hier die ganzen Punkte, ganz besonders Südamerika, ein großes Thema, aber schauen wir uns das mal auf meiner Zusammenfassung an. Australien, Indien, Indonesien, großes Thema auch. Malaysia, Vietnam, großes Thema. Afrika, großes Thema, ganz besonders Nigeria. Aber das dauert natürlich. Das sind Anlaufzeiten, Vorbereitungszeiten, Planungszeiten. Sowas dauert oftmals ein paar Jahre. Und das Nächste, was noch viel wichtiger ist, um das Ganze realisieren zu können, all over the world, braucht man natürlich auch Menschen, braucht man Ingenieure, die ausgebildet werden und so weiter und so fort. Und deshalb, Peru gibt es schon einen unterschriebenen Vertrag, meines Wissens in Moskau, Mongolei. Man kann ja auf der svg.io, auf der Token-Seite, das nachvollziehen. Aber der Schwerpunkt liegt im Moment auf den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und es gibt einen festen Plan, ja, was in nächster Zeit passiert, der natürlich nicht veröffentlicht wird. Und es gibt unglaublich viele Anfragen, wer gerne da mehr möchte und Kontakt haben möchte und. Aber der Fokus ist und bleibt im Moment auf den Emiraten, weil die haben natürlich schon diverse Sachen unterzeichnet und die haben sich im Moment die Vorrechte gesichert. Und mit 1000 Personen kann man einfach nicht zaubern. Aber es wird hier mehr sein, das heißt, Interesse ist weltweit da, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Nur das Thema ist im Moment, was ist mit den wenigen Leuten im Moment realisierbar. Wenn dann die ersten Gelder fließen, dann kann man weiter ausbauen, dann kann man den nächsten Schritt gehen, mehr Personal und eben mehr machen. Aber das Personal, das ist ja, ich kann die ja nicht nur einstellen, sondern ich muss sie erst ausbilden. Und das ist das Wichtigste. So, ich habe euch ja gesagt, es geht nicht nur um die Skyway-Technologie, es geht eigentlich um Sky World, das, um das ganze Konzept Welt, ja, die Skyway Welt. Dazu gehören sogenannte lineare City-Konzepte, wo man mit Skyway ganze Städte aufbauen kann. Peru habe ich ja gerade gezeigt. Hier dieser Suarez, dieser Präsidentschaftskandidat, will ja 15 neue Städte aufbauen. Und das könnte durchaus eben ein Linear City-Konzept sein, denn er hat sich hingestellt, voller Stolz gezeigt, dass er schon die Unterschrift von Junitzki hat. So, für solche Systeme, für Flüsse zum Beispiel, braucht man auch Brücken. Auch das gibt es von Skyway auf diese Technologie, diese String- oder Seitentechnologie aufgebaut. Für Fußgänger und für Autos. Und die sind natürlich ein bisschen schneller gebaut, wie alles, was man bisher hat. Bisschen ist untertrieben, viel, viel schneller gebaut. So, dann hat er noch in
im Background auch innovative Fluglandebahnen kann man auf dieser Stringtechnologie, die sogar mobilisiert werden können, kann man errichten. Flugdrohnen, das braucht man zum Bauen. Auch hier gibt es schon Anfragen. Mir hat Junitzki gesagt, okay, wenn es was braucht, für 5 Millionen könnt ihr mit mir reden. Also auch das wird er weiterverkaufen. Das sind Flugdrohnen, pilotenlos, mit einer Tragkraft von 1,5 Tonnen. Sowas gab es noch nie. Viele sagen, er ist ja nur ein umgebauter Hubschrauber. Ja, umgebauter Hubschrauber, warum haben es andere nicht geschafft? 10 Jahre haben sie es probiert. Junitzki hat es innerhalb kürzester Zeit realisiert. Und er hat einen eigenen Landeplatz bei Minsk gekauft, um dort die Zertifizierung durchführen zu können. Also. Und er hat noch einen Spezialzaun, das ist einer dieser Einmalprojekte, die auch zum Beispiel in die Gewinne einfließen, die eben dann über Dividenden später ausgezahlt werden. Und dieser Spezialzaun, der ist ja auch um den Ökopark in Minsk herum, er kann einen Panzer aushalten. Also das ist auch eben auf dieser Stringtechnologie. Oben fahren Fahrzeuge mit Kameras und so weiter. Dann hat er mal so ganz nebenbei ein Elektromobil für Behinderte geschaffen. Da wird allerdings die Lizenz verkauft. Das macht er nicht selber, das hat er nur erfunden. Und das verkauft er, soll teils eventuell mit Überfinanzierung laufen. Genaueres werden wir hierzu noch erfahren. So, Skyway Ökohäuser, ja, das nächste, nicht nur Ökohäuser. Ökohäuser brauchen Glas. Also hier sieht schon die unterschiedlichsten Versionen, weil wir brauchen ja Lebensraum. Der Lebensraum wird immer kleiner, so kann man eben die Gärten zum Beispiel auf die Dächer machen und so. Dann braucht man dazu einen speziellen Humus, um uns wieder gut zu ernähren in der Zukunft. Hier gibt es ein spezielles Uniterra-Projekt, das man untermischen kann unter die unterschiedlichsten Erden. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Und es soll nur einmal nötig sein, um einen wunderbaren Humus eben produzieren zu können. Dazu gibt eine Bodenbank, wo man jetzt auch beim Ökofest bis zu 90 Proben aus aller Welt eben bekommen hat, um hier weitere Tests machen zu können. Das wird auch ein Unterstützungsprojekt werden, wo Investoren eben wieder unterstützen können. Ebenso dieses Vakuumgas, unglaublich, ja, dieses wird natürlich auch in den Ökohäusern eingebaut, möglicherweise auch in den Fahrzeugen, das weiß ich nicht so genau. Das wird weltweit auch über Lizenzen vermarktet werden und wird auch eine Unterstützungs- oder Investmöglichkeit werden in Zukunft. So, jetzt kommen wir ja zu den letzten Informationen seit dem letzten Webinar. Ja, Studenten braucht's. Hier gibt es wieder eine neue russische Hochschule, die eine Zusammenarbeit macht, neben der amerikanischen Universität mit Sharjah. Vietnam laufen ja schon Verhandlungen. Ich habe gehört, Argentinien in früherer Zeit laufen schon Verhandlungen. Man braucht ja in Zukunft viele, viele Studenten und natürlich in der entsprechenden Sprache. Und diese hier wird neben Sharjah eben englischsprachig sein. Russisch ist etwas einfacher, da haben wir die MIIT. Und von einer zweiten Zusammenarbeit werden wir hören. Dann war natürlich das Ereignis am 26.10. Skyway Green Tech, das ist das Gebäude, das ist der Komplex, der eben in Sharjah integriert ist. Green Tech ist 40% gehört es den Emiren und 60% eben Skyway. Und diese Firma nennt sich Green Tech, weil es einfach nicht nur Transport ist, sondern dort wird alles gezeigt. Dort in Sharjah wird man Ökohäuser zeigen, Humus zeigen, man wird die Stationen zeigen. Alles, was Skyway so bietet, wird man in diesen Innovationsbereich eben zeigen in Zukunft. Und diese erste Testreihe, ja, hat eben der Emir von Sharjah, eben der auch sehr hochgebildet ist, Autor ist und so weiter, eingeweiht und offiziell eröffnet. Hier, damit ihr nicht sagt, ihr zählt Märchen, das ist offiziell Shin Media Office, hat hier auch in Instagram hier zahlreiche Bilder drüber gezeigt. Natürlich gibt es in YouTube auch von Skyway Videos, das sind Bilder draußen, hier auch, wie sie zugesehen haben, wie das Fahrzeug sich bewegt. Und hier seht ihr ein bisschen diese neue Schiene, ja? Seht, die ist breiter. Diese neue Schiene ist spannend, denn man hat kurzzeitig das Projekt gestoppt und hat dadurch meint man Zeit verloren, aber man hat eine neue Schiene getestet, die
schneller gebaut werden kann und pro Kilometer 2 Millionen weniger kostet. Und das ist ja kein Pappenstiel, ja? Und das ist ja immer interessant. Hier ist natürlich sind hochrangige Gäste dabei gewesen, eben Geschäftsführer des Sharjah Parks, der Emir und Vorsitzende von der Verwaltung Energie, Wasserversorgung und so weiter. Ich gehe jetzt hier nicht so ins Detail. Dann schreibt natürlich die Presse drüber, klar, Online Business Emirates, das ist ja auch keine kleine Plattform, schreibt über die fliegende Straßenbahn. Dann natürlich auch, das Fernsehen ist voll, das Ganze kann man gerne in YouTube anschauen, 2 verschiedene Fernsehsender schreiben über Green Tech und eben über diese Eröffnung. Hier, man sieht, Junicki voller Stolz zeigte es den Emir mit seinem Gefolge. So, dann hat man 4 Kilometer 0-Kilometer-Stein in Minsk mittlerweile gefeiert. Das war im Oktober 2015, damals noch mit dem australischen ehemaligen Verkehrsminister mit Rod Hook, der war dabei. Dort hat man auch diese Dosen eingegraben, was in 15 und, weiß nicht, was das letzte war, 15 Jahren passieren wird. Futurismen.com hat berichtet über Kraftfahrzeugverbote. Also wichtige Informationen. Weit überall gibt es jetzt immer mehr solche Artikel, wie man sich auf der Welt verändert. Wir hören es, in der Innenstädte darf man nicht mehr motorisiert fahren. Hier San Francisco soll auch dieser Better Market, wo täglich eine 500.000 Menschen verkehren, soll blockiert werden. Oder hier im April 2019 Verbot für Autoverkehr im Central Park in New York. Oder hier in Paris jeden ersten Sonntag im Monat autofreie Zone in Bogota in Kolumbien. Straßen mit einer Gesamtlänge von 120 Kilometer jeden 7. Tage gesperrt für den Verkehr. Man möchte immer mehr wieder den Menschen die Erde zurückgeben, sodass man das lebt. Vielleicht kennt ihr das von Italien, diesen Flair, die Leute sitzen auf der Straße, unterhalten sich. Ich freue mich auf diese Zeit. Und das könnte mit Skyway gut realisiert werden und den Ökohäusern. So, hier ein interessanter Bericht, Straßenbahn via Skyway. Mal abgesehen davon, ja, wenn man neue Straßenbahnlinien integrieren möchte in bestehende Städte, sehr schwierig, wo soll der Platz herkommen? So, das ist Punkt Nummer 1. Ja, natürlich gibt es viele Vorteile. Geringer Rollwiderstand haben wir auch bei Skyway. Nutzung einer festen Linie ist ein Vorteil. Aber es, die Straßenbahnen, ich habe immer Horror, wenn ich über Strecken fahren muss mit dem Auto, wo Straßenbahnen sind, weil wir uns gegenseitig behindern. Ja, das haben wir mit Skyway nicht. Wir sind oben drüber. Wir brauchen nichts aufreißen, wir brauchen nichts umreißen, wenn wir irgendwelche neue Linien integrieren müssen. Es ist mit wesentlich geringeren Kosten verbunden. Ja, in einer deutschen Stadt plant man für 1 Kilometer Straßenbahn, ich nenne den Namen bewusst nicht, weil ich diese Information streng privat erhalten habe. Dort müsste man so viel umstrukturieren, dass 1 Kilometer Straßenbahn 100 Millionen kosten würde. Mit Skyway würde ich da wahrscheinlich mit Stationen bei, was weiß ich, 3 bis 5 Millionen hinkommen. Das sind riesige Unterschiede. So, bei Straßenbahnen habe ich Staus und Unfälle, bei Skyway nicht. Geschwindigkeiten, ja, ist wunderbar, wenn es 120 Kilometer fahren könnte, in der Stadt sicher nicht. Also, da kann man froh sein, wenn man mit 40, 50 fahren kann. Skyway hat hier kein Hindernis, außer es gibt Krümmungen, klar, da muss man langsamer werden. So, umweltfreundlich sind sie beide, langlebig auch, ja. Aber bei der Straßenbahn, ja, ist in der Regel noch ein Fahrer notwendig, bei Skyway nicht. Skyway hat automatische Steuerung, künstliche Intelligenz, gibt es bei Straßenbahn noch nicht. Geringe Flächenkosten ist klar. Und wie gesagt, Blockchain-Steuerung wäre schön bei bestehenden Systemen, wird aber ein schwerer Weg sein. Und Skyway hat es schon. Und hier sehen wir schon allein eben der Kostenfaktor. Das ist eben No Limits und 3 bis 8 Millionen. Das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. So, eine neue Schule zusammen mit Junicki gegründet für Städtebau. Braucht man, Studenten muss man ausbilden. Die arbeiten bereits seit 2 Jahren, sind sie schon mit ihrem Magister- und Diplomarbeiten dabei, dass sie Skyway integrieren. Jetzt ganz neu ist Skyway in die Liste der Abschlussdiplomarbeiten aufgenommen worden. Das bedeutet in die Endrunde. Ja, sie müssen
die Abschlussprüfung, die Diplome damit machen. Und das ist gigantisch. Ja? Bisher hatten sie nur eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit der Staatlichen Universität für Architektur und Bauwesen. Also wir sehen schon, überall gibt es auch Verträge für Studenten. Und das ist das A und O. Wenn ich keine Studenten habe und eben diese Schule beobachtet seit 2016, Skyway, extrem. So, hier haben wir jetzt wieder Spaceway, das Verlagshaus Svasta hat einen Artikel gebracht über die Weltraumstation und den Bau von Wohnungsmodulen, Ecocosmo Dom. Und da geht es natürlich auch um Spaceway, was man dort alles will, wie man mit der irdischen Biosphäre, mit allen notwendigen Naturverhältnissen und so weiter und so fort. Ja, wie man das Ganze eben realisieren will. Da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Was ich nur sagen will, Presse, Presse, Presse über Skyway oder mittlerweile schon über Spaceway. So, es gibt eine wunderbare Landingpage, die man sicherlich auf der skyway.kapital-Seite finden kann, natürlich für die bestehenden Unterstützer schon Inside auch, nämlich diese 360-Grad-Tour. Aber die wird sicherlich auch außen auf der Seite finden. Hier kann man wunderbar sehen, von allen Variationen eben die Bilder, man klickt einfach drauf, vom Ökopark, vom Museum, von den Visualisierungen, die notwendig sind für Dubai und so weiter. Ich kann es nur jedem empfehlen, schaut euch jedes Detail an. Es ist faszinierend, was heute mit Technik geht und wie weit das schon ist. So, es fand eine Konferenz in der Türkei statt, natürlich mit aktiven Partnern, aber dort waren tatsächlich 90% interessierte neue Leute. Ganz besonders auch waren Gäste dort auch aus Unternehmen, die sich auch dafür interessieren, wie kann man Skyway in der Türkei integrieren, ja, und natürlich auch wahrscheinlich davon profitieren. So, eine Visualisierung gibt es ganz neu über die Stadt Minsk. Einfach mal das Video anschauen, der schon in Minsk war. Ich kenne die Bilder, alles, diese Bilder. Also ich kann mir das wunderbar vorstellen. Ich dachte immer, gebe ich ehrlich zu, Minsk, wie es das erste Mal war, boah, haben die tolle Straßen. Breite Boulevardstraßen, wunderbar. Was brauchen die eine Visualisierung? Ja, aber letztes Jahr oder nein, dieses Jahr beim Ökofest bin ich mal zu einer Zeit angekommen, da weiß ich, dass es auch in Minsk Stop and Go gibt. Ja, also die brauchen auch Skyway. So, interessant ist auch das Bordmagazin On Air. Ja, das ist ein belarussisches Bordmagazin, vergleicht Skyway und sagt, Skyway könnte eine Lösung sein für anstelle des Fluges, ein Bordmagazin, ja. Beat sagt, Skyway könnte die Flüge ersetzen. Ja, natürlich, Flugverkehr wird in Zukunft eingeschränkt werden, wegen der neuen Umweltsteuer. Das zwingt zum Abbau. Man kann diese Billigflüge nicht mehr anbieten. Ja, hier, die Gesellschaften hier bringen dazu, sich um die Umwelt zu kümmern. Diese Maßnahme gibt es bereits in Schweden. 2020 soll es in Deutschland kommen und Frankreich und 21 in den Niederlanden. Das wird zum Umdenken anregen, ja? Weil diese schnellen Flüge, klar, ich meine, braucht man nicht drüber reden. Die Flugzeuge sind nicht umweltfreundlich. Und da könnte eben Skyway mit den Highspeed eine gute Lösung für die Zukunft bieten. Dann waren Sie auf einem internationalen Forum in Jekaterinburg. Eben hier geht es um Hochbau, um besonderen Bau, 100 plus Forum. Russia ist wieder um den UNO-Welttag der Habitante in Jekaterinburg. Da geht es um Neugestaltung, Bau von öffentlichen Gebäuden, Wohnräumen und eben innovative Verkehrsmittel. Also wie gesagt, die sind jetzt immer mehr bei Umweltforen dabei, weniger auf so Messen. Denn ich denke, mittlerweile ist Skyway schon ganz bekannt. So, auch von den Wissenschaftlern wird es immer mehr unterstützt, immer mehr befassen sich mit der Technologie. Auch hier Michael Zierlin, Doktor der technischen Wissenschaften und Dozent aus Belarus, meines Wissens, ja, in V-Kontakte, das ist etwa, kann man sagen, wie Facebook bei uns. Und er spricht natürlich über das, was Skyway schon alles geschaffen hat. Aber natürlich auch, was die Hauptvorteile sind, Umweltfreundlichkeit, Sicherheit, hohe Geschwindigkeit und vor allen Dingen niedrige Produktionskosten, aber natürlich auch Bewegungskosten. So, hier sehen das auch die Studenten der
Uralföderation Universität und der Staatlichen Universität für Architektur, das haben wir gerade schon gehört, NISCHI, befassen sich schon und schreiben eben schon Diplomarbeiten. Ja, der nächste Zeitungsartikel, Zeitschrift Transport Naja, Strategie zu Deutsch der 21. Jahrhundert, veröffentlicht einen Artikel, die schienengebundenen Zeittechnologien, zehnfaches Wachstum und weitere Erfolge werden ihm erwartet. Also eine Publikation eben zum Jubiläum des Verkehrsamtes. Also ihr seht schon, es wird immer mehr geschrieben und hier diese informieren über die Erfolge der Gesellschaft seit den Anfängen. Ja, also es ist schon eben spannend, was hier so passiert. So, und jetzt sind wir beim Etappenwechsel angelangt. Wir wissen ja, Vorführgelände, ursprünglich war nur Minsk geplant, mittlerweile ist Sharjah integriert, wird ja über kleine Investoren und Unterstützer, private Unterstützer finanziert. Unglaublich, so eine Möglichkeit gab es bisher noch nicht. Und das Ganze läuft in 15 Etappen ab, teils eben jetzt seit neuestem in Unteretappen. Und am 5. Dezember geht es eben in die Etappe 14.1 über. Ja, das sehen wir hier. Das ist noch offen. Und hier noch eine Zusammenfassung, was ist denn alles passiert in Etappe 13, und das war sehr viel. Januar, erste Mal die Präsentation dieses Uniwind, das Fahrzeug der Endlösung. Februar, Baustelle in Sharjah, das große Interview, wo Junitski sich dazu geäußert hat. Dann auch noch der Weltgipfel in Dubai, wo erstmals die RTA-Fahrzeuge vorgestellt wurden. Das war der Knaller des Jahres. Der nächste Knaller des Jahres war die Bekanntgabe im April, wo man eben gesagt hat, jawohl, 15 Kilometer in Dubai mit 21 Stationen werden genehmigt, im Zuge natürlich mit anderen Projekten, die zur Expo 2020 eben kommen sollen. Im Juni 2019 wurde offiziell die Blockchain-Plattform bekannt gegeben und das White Paper wurde veröffentlicht. Im Juli wurde eben in der UNO diesen Sustainable Development Goals, also das heißt in diesem UNO-Programm mit diesen 17 globalen Zielen, wurde eben Skyway aufgenommen, wie gesagt, auf Seite 100. Im August natürlich das Spektakel des Jahres, das Ökofest. Wer dort war, 5000 Leute, ich war natürlich wie immer dort. Es war wieder wunderbar, dieses Jahr durften alle fahren mit Gästen aus 50 Ländern. Hier sehen wir nochmal das Video dazu. Hier ein Bild davon, und die regionalen Medien haben sich hier wirklich ausgelassen ohne Ende drüber. Also selbst wir kamen schon im Hotel an, war schon im Hotel eine Riesenzeitschrift, wo das Event schon angekündigt wurde. Aber hier die Dame von RBK Russland, die ein Interview beim Ökofest mit Junitski gemacht hat. Also zahlreiche Fernsehsender haben erstmals darüber berichtet und Presse wird immer stärker. So, dann wurde im September das tropische Unicar in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert, ein speziell entwickeltes Fahrzeug für die Emirates, natürlich etwas komfortabler für diese Bedingungen. Der Scheich hat so seine Wünsche mit Kühlschrank und Co. und ja, ein spezielles halt für gehobene Bedingungen. Und die Produktionshalle, die neue in Minsk, wurde eben eingeweiht, wo eben ja das umgezogen wird und so weiter. Im Oktober war eben dann, wie ich euch schon erzählt habe, das große Ereignis, die Freigabe vom Emir von Sharjah. Was erwartet uns in der vierten Etappe? Natürlich die Bauversetzung in Sharjah, drei weitere Trassen. Ist ja schon gestartet worden damit. Da geht es um Seekontainer, es geht um Leichttrasse. Ich weiß jetzt nicht, was die vierte ist. Also es geht um Sharjah, nicht um Abu Dhabi. Abu Dhabi soll aber auch beginnen. Wann genau, wissen wir nicht. Das hieß im Ende diesen Jahres. Vielleicht hören wir demnächst was. So, und dann natürlich die Teilnahme an der Expo 2020 wird vorbereitet ab Oktober. Dort erwartet man Aufträge bis zu 50 Milliarden. Dieses Jahr soll auch noch was kommen, warten wir mal ab, was noch alles auf uns zukommt. Das Jahr ist ja noch lang bei der Geschwindigkeit, was eben Skyway uns promotet. So, dann die Erweiterung der Projekte und die Weiterentwicklung in den Arabischen Emirate, klar,
Und weitere geschäftliche, partnerschaftliche Beziehungen weltweit sind natürlich die Ziele. Jetzt geht es in die Realisierung, in die regionalen Bauprojekte, die man hier nach und nach startet. So, was ist in der Etappe 14, in der Etappe 13 noch erledigt worden? Das hätte ich jetzt ein bisschen umbauen sollen. Übergang in Industrie 4.0, Integration, ja, neuer physischer Systeme, Überarbeitung der Lauffläche, die Trassen sind verbessert worden und so weiter. Stromübertragung wurde getestet, Prüfung von ja, Elektroversorgung und. Ich gehe jetzt ja gar nicht. Frachtanlage wurde in Minsk zu Ende geführt und natürlich erste Tests mit den Highspeed-Fahrzeugen. So, und Junitsky, wie immer, das ist einfach sein Markenzeichen. Hier ein Teil seines Teams, er voller Stolz hier oben mit seiner Frau. Aber was ich an ihm so schätze, so, schließlich ist eine großartige Leistung der Investoren zu erwähnen, die uns ermöglichten, diese umfangreiche Arbeit in kürzer Frist zu bewältigen. Also er bedankt sich immer bei seinen Investoren. Er sagt, ohne sie hätte ich das Ganze nie realisieren können. Und natürlich bedankt er sich auch bei den Menschen, die ihn da wirklich unterstützt haben, die teilweise 7 Tage Woche in Nachtschichten arbeiten, damit das Ganze so schnell geht. Es gibt ein neues Format für Nachrichten, die weltweit bekannt gegeben werden, die jetzt nicht direkt mit Skyway zu tun haben, aber eben die Skyway indirekt betreffen, zum Beispiel hier Untersuchung von Möglichkeiten für Elektrifizierung und Güterverkehr im Hafen von Rotterdam und so weiter. All diese Sachen spielen ja rein, sodass einfach Skyway sagt, okay, wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, wer Unterstützer ist, bei den News findet ihr das bitte. So, dann bin ich jetzt am Ende angelangt. Ich weiß, es ist heute sehr, sehr viel gewesen. Trotzdem danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns wieder in 2 Wochen oder vielleicht, wenn jemand in Oberstaufen dabei ist, in Oberstaufen. Herzlichen Dank.